Hallo zusammen, zurück bei Little Nightmares. Wir werden jetzt mal versuchen, hier dieses Rätsel zu lösen. Ich glaube, hier musste ich dran ziehen, um die Kiste hochzuholen. Genau. So. Jetzt kann ich sie zu mir holen. Nicht geschafft, nicht geschafft. Aber zum Glück nicht ganz so tief gefallen. Die Speicherpunkte sind hier ein klein wenig weit auseinandergesetzt. Komm, komm hoch hier. Hab's. Bloß hier stehen bleiben. Gut. So, ich denke mal, ich muss jetzt hier bestimmt. Genau. Hab's. Jawohl! Jetzt bitte ein Speicherpunkt. Nee, natürlich nicht. Hier haben wir einen Schalter. Hier haben wir so einen Brutzelkasten. So geht das nicht. So geht es auch nicht. Hab ich hier irgendwas zum... Nee. Haha. So. Nee, Mädel. So, kleine Maus. So. Steigen wir von der Seite auf. Ist wahrscheinlich besser. Und jetzt hier den nächsten Kasten. Der geht nicht weiter raus. Blöd. Also komme ich ja nicht weiter hoch. Geht nicht weiter raus. Ich kann ihn nur weiter reinschieben. Was ist mit dem? Kann ich den vielleicht noch ein Stück weiter? Ne, da ist Ende im Gelände. Ich will den anderen weiter reinschieben. Geht das nicht? Jetzt die Kraft. Nee, da tut sich nichts. Mist. Kann ich den anderen nicht irgendwie... Haben wir hier irgendwas? Ich glaube, da war aber nichts weiter. Zum drunterstellen. Sieht nicht so aus. Nee. Hier ist nichts weiter. Huch, gegen die Wand gerannt. Was will ich? Und wenn ich den richtig reinschiebe, ja, wobei das ja eigentlich Schwachsinn ist. Nee, das wird nichts. Den müssen wir schon rausziehen, denke ich mal. Da kann ich vielleicht die hier noch bewegen. Der bin ich. Haha. So, der will. Nee.
Hab's. Weiß jetzt nur nicht, ob das was bringt. Okay. Kann ich auch ein Stück rausziehen. Den dann aber nicht mehr. Haha! Eigentlich eher durch Zufall und Glück gerade. Nein! Menno! Menno! So. Vielleicht muss ich ja hier weiter. Hä? Nee, so nicht. Aha. Ich dachte jetzt so ein Stück weiter vor, ne? Damit man. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Nee, nee, nicht. Och, Mädel. Hier so, so. So. Und dann vielleicht. Es will nicht. So. Nein. Ist aber auch dreckig. Hoch. Hoch. Ja! Was ist los? Lauf! In den nächsten Raum haben wir es geschafft. Juhu! Aber... was machen wir hier? Da ist irgendwas. Erstmal machen wir hier das Licht an. So. Den lassen wir mal raus. Bin ich damit runtergefallen? Nee, das war bestimmt nicht so gedacht. Oh, bitte, bitte, bitte nicht wieder von ganz vorne. Nein. Bitte, bitte, bitte nicht. Wo bin ich denn hier? Welcher Raum ist das? Oh, oh. Oh, na. I. Aber der Strom ist aus. Jetzt kann ich vielleicht in den anderen Raum hier, der hier neben diesem ganzen Ding war. Hier. Ging ja vorher nicht. Und wir haben einen Speicherpunkt. Okay. Hier rollten. Wer bist denn du? Ah, hier ist wieder so ein Versteckspiel mit dem.
Nein. Würde ich nicht so schnell sein, sei ich langsam. Aber wieso erstarrt sie dann immer zu Stein? Jetzt war ich zu voreilig. Bleiben wir hier aber mal an den Kisten stehen. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Juhu, geschafft. Kann ich nicht den Steg runterfallen hier? Ja, ich war hier wahrscheinlich zu langsam, genau. Hätte ich rennen müssen. Aber da war ein Speichersymbol. Da hatte ich jetzt wieder durch das Augenteil dadurch. Ja, doch, muss ich wieder. Ab zur Kiste. Okay, wenn man einmal den Dreh raus hat, geht's eigentlich. Okay, jetzt aber hier. Verdammt. Es ist nicht so ganz linear, wie es aussieht. Es erinnert mich an Arise. Da war das auch so mit dieser 3D-Jump-and-Run. Man hatte zwar nur diese eine sehr eingeschränkte Kameraführung. Nichtsdestotrotz liefen die Figuren aber dreidimensional durch die Gegend. Also nicht so wie Super Mario, der, also die alten Nintendo-Spiele, der quasi linear sich bewegt. Oh Gott. Yeah. Ich habe was gesagt von wegen den Dreh raus haben, ne? So, jetzt aber. Nein! Ich habe nicht springen gedrückt, ich habe nur festhalten gedrückt.
Nein! Oh, Glück gehabt. Zu weit ins Licht gerannt gerade. Okay, jetzt muss es ja hier einen Speicherpunkt geben, zwangsläufig. Ordentlich. Wobei ich dieses Auge noch nicht gesehen habe, dieses Speichersymbol. Da war's. Jetzt vielleicht das Kapitel geschafft und das nächste fängt an. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüssi.